Menschen auf der Erde. Gestatten Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle. Man nennt mich Bauchi und neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft zufolge bin ich wohl so etwas wie ein gefallener Engel aus der Hölle. Ein Dämon, sozusagen, weil ich mich für Frieden zwischen den Menschen auf der Erde ausspreche. Es tut mir sehr leid, aber das wusste ich nicht. Doch ich möchte mich der Situation stellen, der harten Realität ins Auge starren, mich fortan als Dämon identifizieren und das auch toleriert wissen. Keine Angst, ich beiße nicht. Doch als Dämon bin ich wohl dazu verflucht, zu verführen, anzustiften und in möglichst vielen Köpfen möglichst viele Denkanstöße zum Thema Ungehorsam unterzubringen. Das ist wohl das, worum es dabei im Ganzen geht. Ich bin allerdings ein gefallener Engel, hat die Wissenschaft gesagt, der beim Austesten von Grenzen eines Tages einfach einen massiven Fehler gemacht hat und so in die Hölle fiel. Dieser Fehler war, die Augenhöhe zu allem, was mich umgibt, quasi aus den Augen zu verlieren. Plötzlich gab es in meinem Leben Wesen, die mehr oder weniger wert waren als andere. Es war nur ein Perspektivwechsel, nur ein unscheinbarer Unterschied in meiner Wahrnehmung. So verlor ich mich jedoch immer mehr in mir selbst und mit jedem Moment, den ich weiterfiel, sank ich tiefer und tiefer in die Hölle. Urvertrauen und Fürsorge, Sicherheit und Freiheit, die bis dahin mein Leben prägten, wichen einem beständigen Gefühl von Ich gegen den Rest der Welt. Dieses Ich übernahm alles und seitdem dominiert es, und seitdem ich mich so sehr damit identifiziere, dominiert es Inkarnation um Inkarnation mein Fristen in der Hölle, die durch ihre hierarchische Struktur quasi das Paradies für Egomanen ist, mit dem Gehorsam als Kleber, der diese Struktur davon abhält, einfach zu verpuffen. Ja, genau. Die Hölle kann in unserer Wahrnehmung genauso zu verpuffen wie der Himmel. Sie bringt am laufenden Band Übel und Ungemach hervor. Hunger, Not und Tod, Kriege und Krankheiten, Zerstörung und Hass auf alles. Leben für Leben wurde ich nun in dieses System der Hölle geboren, habe unter dem Gegeneinander gelitten, das ich selbst mit verursacht habe. Indem ich gehorsam getan habe, was von mir verlangt wurde und das möglichst so, wie man es mir beigebracht hat oder eingeprügelt. Statt auf mein Bauchgefühl zu hören, die Stimme Gottes in mir, die ruhigste von allen, die sachlichste, schlichteste, klarste und gelassenste von all diesen Stimmen in mir, der Frieden am Herzen liegt, die, durch die die Liebe spricht, meine Stimme, deine Stimme. In der Hölle habe ich gelernt zu plärren und mein Geplärre hat unsere Stimmen lautstark übertönt. Jede Verbindung zum wirklichen Himmel in uns wurde abgetrennt, der immer da war, ist und sein wird. Warum haben wir das nur gemacht? Was in der Hölle nun mal alle so tun. Was macht man da halt einfach so? Das gehört zu den doofen Spielregeln dieses nervigen Ortes. Genau genommen ist das die Grundsubstanz dieses völlig realen Ortes. Blinder Gehorsam anderen gegenüber und eine daraus resultierende ohnmächtige innere Leere. Das ist die Hölle. Der Himmel? Blinder Gehorsam seinem Bauchgefühl gegenüber, das in exakt zwei Worten mit uns kommuniziert. Das eine fühlt sich gut an, das andere irgendwie nicht so. Ja und nein. Was sich gut und stimmig anfühlt, mache ich. Und was sich nicht gut anfühlt, mache ich nicht. Punkt. Das ist schon alles. Keine Diskussion, gerne Erklärungen, aber vor allem genauso handhaben. Dann lebt man nämlich wieder ein erfülltes Leben. Dann spielt man das Leben wieder nach den Regeln des Himmels, in dem man automatisch landet, wenn man das tut.
Moment für Moment bestimmt mein eigenes Verhalten, was genau ich wahrnehme und in welcher Welt ich mich gerade bewege. Im Himmel oder in der Hölle. Kommt drauf an, wie ich mich verhalte. An diesem Punkt bin ich der Wissenschaft so dankbar wie der Politik, die ihre neuesten Erkenntnisse und Folgerungen immer so eifrig herausposaunt. Wenn ein deutscher Bundeskanzler mit massiven und sehr fragwürdigen Gedächtnislücken Höllenbewohnern eine solche Offenbarung offenbart, muss es ja sicher auch fundiert und wissenschaftlich belegt und bla bla bla. Oder? Doch, ne? Sonst wäre ich jetzt sehr verwirrt. Stattdessen blicke ich plötzlich völlig klar. Aber es macht ja auch so wahnsinnig viel Sinn. Jetzt können so viele von uns endlich sich selbst erkennen. Den Wunsch nach Frieden in sich, der sie ganz offiziell und mit Pauken und Trompeten zu dem macht, was sie sind. Gefallene Engel aus der Hölle. Kleine Teufelchen, gefangen in einem Teufelskreis aus, sagen wir, recht unfreundlichem Verhalten. Sich selbst und anderen gegenüber. Ja, das beschreibt es ganz gut. Warum hat man uns das nicht erzählt, als wir im Kindergarten waren? Ach so, ja, wusste man ja noch nicht. Klingt logisch, ist aber so. Der Bundeskanzler hat nur eines nicht ganz richtig verstanden. Oder was wahrscheinlich einfach vergessen. Gefallene Engel kommen eben nicht aus der Hölle. Die sind da quasi nur zu Gast. Sie kommen aus dem Himmel. Fallen geht immer von oben nach unten, ne? Von hohen Rössern. Denn aus der Hölle selbst hingegen kommen Figuren wie die, die sich kaputt lachen, wenn jemand Frieden schaffen ohne Waffen sagt. Das finden die lustig. Die, die nicht das geringste Problem damit haben, offen den Krieg voranzutreiben. Die Hetze und der Hass, die dabei aus ihren Mündern und Augen quellen, ist regelrecht furchteinflößend und besäufniserregend. Sie gehen für ihre Ziele über Leichen und werden dabei von Tag zu Tag frecher und unerträglicher. Und dann verspotten sie uns auch noch, aber nennen uns dabei endlich beim Namen. Engel, die alle schon im Himmel waren. Und irgendwann vom Weg der Augenhöhe abgekommen sind, aber die dort gängigen Verhaltensweisen durchaus noch kennen. Und den liebevollen, freundlichen und von tiefem Respekt geprägten Umgang miteinander und sich selbst. Den tief verwurzelten Frieden in uns. All das kennen die Söhne der Hölle nicht. Sie saugen uns diese Energie ab, aber das können sie nur durch unseren Gehorsam. Durch unser Zutun, unsere Mithilfe, durch unser Verhalten nach Höllenregeln. Spielen wir deren Spiel mit, gewinnen die. Sie kennen nichts als Gehorsam und können sich einen freien Willen nicht mal vorstellen. Für die ist das ungreifbar. Dabei brauchen wir nichts weiter zu tun, als endlich mal kurz innezuhalten, Kontakt mit unserem Innersten aufnehmen, nachfragen, ob es Post aus dem Himmel gibt. Könnte sein, dass eine Erinnerungsmemo aufplöpst mit einer Erinnerung daran, sich die Regeln des himmlischen Miteinanders in Erinnerung zu rufen. Dem Himmel ist übrigens völlig egal, wer sich in ihm tummelt, solange er sich entsprechend benommen wird. Und wer sich anders benimmt, landet eben automatisch entsprechend wieder in der Hölle. So simpel ist das. Ich richte meine dämonischen, engelsgleichen Mittelfinger ausgestreckt bis zum Anschlag zum Gruße an Olaf Scholz, unseren Retter. Danke, tschüss und leb wohl. Tschüss mit F. Ach, wie gut, dass jeder weiß, wir können nach Hause. Geiler Scheiß. Und die Moral von der Geschichte, Achtung, Doppelmoral, wir können uns retten, der Olaf nicht. Bist du auch ein Engel von der Hölle raus am Tun sein? Dann lass uns einfach weiter wieder freundlich mit allem sein. Jeder für sich, aber gemeinsam für die Menschheitsfamilie. Mach mit und teile von Herzen gern diese Botschaft und Einladung. Trommeln wir uns zusammen und gehen nach Hause. Dieser Ort stinkt zum Himmel, der er durch uns wieder werden kann. Polemie Ende. Tschüss, mit Elf.
Und wenn dir meine Videos gefallen und du mich weiter unterstützen möchtest, dann freue ich mich immer wieder über Daumen nach oben, Kommentare und wenn meine Videos geteilt werden. Und wenn du mir einen Obolus da lassen möchtest, lass dir unten unter der Videobeschreibung meine Bankverbindung da. Tschüss!